Was will eine Fledermaus bei einer Messerstecherei? Mich erwischst du nicht! Da schauen wir doch mal. Immer noch, ja. So. Und glaub nicht, ich hätte nicht bemerkt, dass ein paar von euch nicht auf mich selbst gesetzt haben. Ihr seid entweder geizig oder euch mangelt an Selbstvertrauen. Spricht beides nicht für euch. Um euch kümmere ich mich nach dem Turnier. Aber jetzt legen wir los. Mein Cousin hat die im Krieg bedient. Der Pinguin richtet eine Art Kampfsportturnier aus. Da muss ich unbedingt hin. So. Und die nächsten Überraschungen. Bam. So, wir sind ja mittlerweile auf der Final Offer angekommen. Und jetzt auf der Suche nach dem Pinguin. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Weiter geht's. Kampfszenen machen immer wieder Spaß. Sehr geil gemacht. Okay, da wollen wir jetzt nicht mehr hoch. Ah. Ein bisschen Floß fahren. Okay, wenn man einmal das Prinzip so ein bisschen verstanden hat, dann geht das alles ziemlich flüssig von der Reihe hier. Ja, okay, jetzt... Achso. Steuerung hören wir wieder auf, doof zu ziehen. Okay, ich glaube, wir sind jetzt schon so gut wie da. Geht gleich der Fight Club los. Ich gehe davon aus, dass jeder den Film kennt. Es wäre auch zu einfach gewesen. Aber wir haben hier bestimmt wieder irgendwo einen Lüftungsschacht oder... Klingt, als ob der Pinguin in seinem Büro ist. Tracy sollte wissen, wo das ist. Ich bringe sie zum Reden. Tun wir das mal.
Okay, hier kommen wir jetzt gerade nicht durch. Okay, ich mach mal kurz die Detektivsicht an. Schauen wir mal, wie wir hier am besten vorbei. Ach, die gehen aus. So. Was hätten wir? Nicht alles aufkriegen mit diesem kleinen Spielzeug. Also mittlerweile habe ich mich auch an die Kameraführung ganz gut gewöhnt. Ups. War schon so beim Mittelpunkt. Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen, oder Jungs? Du hast mir gerade eine Menge Ärger erspart, Batman. Ich bring dich um, dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal um. Suche nach Black Mask. Wo ist er? Ich bin nicht zum Reden hier, sondern zum Arschkriegen. Das ist deine letzte Chance. Ich erteile dir jetzt eine schmerzvolle Lektion. Wenn man sich nach dem Tier wendet, wird man auch gefetzt. Oh, da liegt er. Er will mir zeigen, wo der Pinguin ist. Na gut, ihr lausigen Mann. Verdient euch euer Abendessen. Du bist doch auch nur Opfer. Ich hab die Kombo unterbrochen. Scheiße. Wenig mehr Druck und ich zerquetsch dir den Kehlkopf. Also? Na gut, na gut! Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Tracy ist kein Problem. Lief eindeutig besser als das letzte Verhör. Der Idiot weiß rein gar nichts. Am wahrscheinlichsten finde ich Black Mask über den Pinguin. So. Wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Okay.
das Sliden noch rechts Glück. Komme ich zurück? Das will ich ja gar nicht. Ah. Guck mal. Da hilft unser Explosivgel bestimmt. Durch die ganzen ja, Türen kommen. Ja, sind die Typen denn noch da oben? Gut, das müssen wir aufmachen. Okay, kann ich nicht. Jawohl. Kurzer Sprung nach hinten. So. Jetzt müssen wir auf die... Da sind sie noch. Es geht rund! Da! Na gut, ihr dämlichen Flaschen. Wir haben Alarmstufe 1. Ich will ständig hören. Hat jemand den Eindringling gesehen? Ist der noch auf dem Schiff? Das hier ist ernst. Schon mitkriegen, wenn ich da bin. Ja, wann hatten wir denn zuletzt einen... Hey, erledigt den Spinner! Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich diese... Kuczynski ist aufgewacht und hat sich aus dem Staub gemacht. Ich hätte ihn fesseln und die Polizei rufen sollen. Hat er gereicht. Ich bin mit einem der Killer zusammengestoßen. Lester Kuczynski. Der Elektrocutioner. Geht's ihm gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mach mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Ja, um den Satz zu beenden von vorhin, warum ich dieses Ausschalten-Ding nicht mache, hiermit von wegen Rechtsklick und Steuerung oder irgendwie was gedrückt halten und oder nacheinander drücken, ich hab, bei mir klappt das nicht so, wie es soll, wie es scheint. Er haut bei mir immer die Waffe raus und das lässt mich dann wesentlich mehr kassieren, als wenn ich auf andere Art und Weise da weitermachen würde. Ich habe gerade so ein bisschen eine Idee. Wollen wir da mal was ausprobieren? Hier ist Strom. Wenn ich jetzt den hier nehme. Noch Slow Motion mäßig. Mit Strom aufladen jetzt. Wie wir es ja aus dem vorigen Teil schon kennen. Das Drehen. Boah, ich hoffe, das hält bis da oben. Boah. Die Steuerung von dem Ding ist echt nicht einfach.
So, jetzt und da rein. Ah, und dann öffnet sich das. Dachte ich mir doch. Guck mal an. Die muss man echt so ein bisschen... diese versteckten Dinge irgendwie erkennen. Da werde ich wahrscheinlich einiges schon liegen gelassen haben auf dem Weg, weil ich da überhaupt gar nicht so drauf geachtet habe. Ist hier jemand? Scheint nicht so. Ganz geil hier. Das Casino. Pinguins Assistentin muss hier sein. Sie wird mir sagen, wo ich Cobblepots Büro finde. Da hat wohl einer zu tief in den Becher geschaut. Hallo. Muss Winnie sein. Der vergisst ständig sein Zeug. Soll ich sie ihm bringen? Ach du Witze. Der Zaster muss hier weg, bevor die Fledermaus auftaucht. Hast ja recht. Hey, denkst du, was ich denke? Ich denke, du solltest die Schnauze halten und das Geld einpacken. Aber es ist so viel. Wird doch keiner merken, wenn ich mein Weihnachtsgeld anzwacke. Hast du von dem Letzten gehört, der sowas versucht hat? Der Pinguin hat zu ihm gesagt, er kann's abarbeiten. Auf dem Meeresgrund. Hey, hab ja nur gefragt. Frag mich. Ich hab ja ein Problem. Oder hier? Ja. Warum du? Ja. Du hast den Job ausgesucht, mein Freund. Stufenaufstieg. Ab geht's. Wieder was Neues. Also bis jetzt noch ein bisschen eintönig. Weil wir irgendwie immer nur so diese Verbesserungen von wegen, ja, mehr das, mehr das. Ich habe mir auch die schon mal angeschaut hier. Mit den Spielzeugen hier, mit, was ich erhöht die Betäubungsdauer und so weiter. Aber ich verwende die Dinger kaum. Also, muss ich ganz ehrlich, vielleicht macht das jemand anders und spielt gerne mit den Teilen rum. Ich gehe mehr so aufs Ganze und hau den Leuten erstmal eine rein, bevor ich die Teile dann nutze. So richtig auf den Zeiger gehen. Jo. Mr. Cobblepot empfängt gerade niemanden und ich lasse es bestimmt. Ja. Ach, noch mehr. Also, mach hallo. Dich gefälligst vom Acker. Verkleide dich zur Tür, Jungs. Ah, schon wieder so ein gepanzerter Typ dabei. In die Fresse, ihr Schlappi! Bäm! So. Cobblepots Büro scheint mit dem Theater verbunden zu sein. Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Sicherheitsbüro. Jetzt gucken wir mal. Da haben wir doch direkt was. Echt? Ich habe gesagt, dass ich Heiligabend arbeite und dass sie ganz und gar nichts dagegen machen kann. Einfach so, ja? Ja, einfach so. Sie verdient einfach nicht genug, um mir was zu sagen zu haben. Richtig so. Man darf sie bloß nie die Oberhand gewinnen lassen. Hat mein Dad auch immer gesagt. Dann hätte dich dann einer von Mom geknallt gekriegt. Machen wir die Drecksau kalt! Siehst du, hab's doch gesagt. Kein Grund zur Sorge. Hat wahrscheinlich Schiss. Ja, habe ich. Ich habe solche Angst. Das hält ja nicht durch! Genau auf der anderen Seite des Theaters.
Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Wenn Cobblepot das hört, wird er garantiert stinksauer sein. Hey, das kannst du nicht machen. Ich bin klaustrophobisch. Ja, ja. Komm schon, lass mich raus. Das ist nicht witzig. Doch, du bist ein echter Schlappschwanz. Jetzt wird's ausfallend. Okay, hier kann man diesmal nicht durch das Fenster springen. Jetzt heul nicht so weit runter. Wir kommen wieder nach unten. Ich würde mich mal umdrehen. Genau. Ah! Jetzt fahre ich wieder nach oben. Nein! Nein! Jetzt muss ich das hier auch noch länger anhören hier. Und nochmal, weil es so schön war. So, diesmal drücke ich auf keinen Fall die Leertaste. Ich habe den Daumen schon ganz doll weit weg. Und jetzt kommen wir da drüben rein. Gut. Hier sollten wir nicht hin. Wenn ich mir das so recht anschaue hier. Was sind wir denn hier? Ach da, Theater. Da geht's rein. Hallo Söhnchen. Du meinst, dass du hier nicht willkommen bist. Und weißt du, was wir mit ungebliebenen Gästen machen? Das wirst du in Kürze rausfinden. Let's go! Wo ist er denn jetzt? Da kommt noch mehr. Ich mach ihn den Kopf kürzer. Ach komm. Mit den Fischen schwimmen. Oh, wie originell.
Hast du dir das selbst ausgedacht, du schäbiger Schwarmer? Nur noch ein Wort.